Herzlich willkommen an alle Webinar-Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Denner und ich muss leider zugeben, ich hatte technische Probleme, sonst wären wir rechtzeitig angefangen. Ich hoffe, das ist nicht allzu tragisch. Bevor wir starten, noch der Hinweis zu den Risikodingen, zu dem Risiko. Bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht mal mit der von FXFlat zusammenstimmen und die Seminar dient tatsächlich auch zu schulen. Ja. Heute geht es im Webinar um den Stereo Trader Helpdesk. Timo Kosiol unterstützt mich da oder er will das in erster Linie machen. Also ist also angewiesen auf offene Fragen, die Sie haben. Insofern werde ich jetzt alles an den Timo übertragen, dass er übernehmen kann. Einen Moment bitte. Timo, du kannst loslegen. Ja. So, moin moin auch von meiner Seite. Also kurze technische Probleme am Anfang, aber jetzt läuft alles. Und wie der Wolfgang schon gesagt hat, heute geht es um Mysterio Trader und alles rund um Mysterio Trader. Und wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt hier in den Chat schreiben. Ich gucke da rein und werde eure Fragen beantworten. So, gehen wir auch rein in den Chat, machen erstmal alles zu und eine Frage habe ich schon gesehen. Machen wir hier erstmal einen neuen DAX auf. So. So, die erste Frage war das VPOC Add-on US 500 wird kein VWP und OWP angezeigt. Genau, das hatten wir letztes Mal im Helpdesk schon und eigentlich sollten auch die Probleme behoben sein mit dem S&P und dass dort auch VWAP und OWP angezeigt werden. Bin ich mir sehr sicher, dass wir das nach dem letzten Helpdesk auch behoben haben, das Ganze. Ich kann es aber nochmal aufmachen. Kann sein, dass sich da wieder irgendwie durch ein Update eine alte Version reingeschlichen hat. Also machen wir hier mal den US 500 auf. So, VPOC, da ist das VPOC. Gehen wir mal in den M15. Ja, das sieht jetzt im ersten Moment auch ganz gut aus. Also ich habe ja hier VWP, das ist die blaue Linie hier, beziehungsweise rote, das ist der VWAP und das hier ist der OWP. Also wird beides im S&P, bin ich auch wirklich im S&P drin? Ja, hier oben steht es nochmal, S&P 500, wird eigentlich soweit angezeigt. Also vielleicht, Silvia, machst du nochmal ein Update vom VPOC. Wie gesagt, das müsste eigentlich funktionieren, bei mir funktioniert es ja hier auch. Von daher vielleicht einfach nochmal die neue Version installieren. Und dann nochmal probieren. So, was haben wir noch? Warum verliert der Stereo Trader immer die eingestellten Farben bei neuen Fenstern oder Neustart? Ich glaube, da bräuchte ich ein paar mehr Infos, wie genau, was genau. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich benutze ja bei mir immer sehr tolle Einstellungen, Layout, hier White AMP, das Profil, hier das Chart-Profil. Und wenn ich jetzt ein neues Chartfenster aufmache, also ich mache den S&P nochmal zu und mache hier den S&P nochmal auf, dann sieht man auch, dann lädt ja auch wieder das richtige Chart-Profil. Und wenn ich jetzt hier unter Einstellungen gucke, Layout, steht dort auch weiterhin White AMP drin. Timo, ich glaube, das meinte Herr Klaus nicht. Okay, alles klar. Dann zielt darauf ab, wenn er in die Eigenschaften vom MetaTrader reingeht, die Farben verändert, so wie er das haben möchte, irgendwelche Linien noch reinzieht. Und das geht dann noch da rein nach einem anderen Hintergrund, dass das nicht übernommen wird.
Ich denke, Ah, das ist die okay. Okay, alles klar, verstehe. Genau, das kann man natürlich auch machen. Wenn man das macht, muss man zwei Dinge beachten. Also ich kann jetzt hier in die Einstellung gehen, Eigenschaften vom Chart und kann ja hier im MetaTrader selbst auch meine Farben festlegen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage hier Color on White, dann werden hier auch die Farben entsprechend von den Kerzen geändert. Ich kann einen anderen Hintergrund wählen. Hintergrund, sagen wir mal hier. Machen wir mal was richtig Hässliches, machen wir hier so Aquafarben. So, jetzt ist natürlich der Fall, wenn ich jetzt den Chart zumache, wieder aufmache, dann ist natürlich alles weg, weil der Stereo-Trader entsprechend ne, das Chartprofil sozusagen, die Farbeinstellung vom Stereo-Trader lädt. So, das Ganze kann man aber entsprechend so konfigurieren, so einstellen, dass die Farben, die man selbst einstellt im MetaTrader, auch vorhanden bleiben. Und zwar muss man hier dieses Chart-Thema ändern und zwar auf Custom. Custom heißt benutzerdefiniert. Und jetzt kann ich hingehen und kann entsprechend meine Eigenschaften, meine Farben ändern. Machen wir hier nochmal Color on White und Hintergrund nochmal dieses schöne aquafarbene Ding. So. Was man jetzt noch machen sollte, noch als Zusatzhinweis, ist, man sollte jetzt einmal den Stereo Trader wirklich vom Chart entfernen, indem man hier links den Nur klickt auf Beenden. So, und jetzt den Chart zumachen. Und wenn ich jetzt das ganze Ding nochmal aufmache, neues Chartfenster, dann sieht man, dann wird auch entsprechend alles soweit geladen. Das muss man auch in der Regel nur einmal machen. Das heißt, wenn ich das Fenster nochmal zumache, nochmal den US 500 aufmache. Ah, das ist immer noch ein, okay. Dann ist das immer noch ein Fehler im Stereo Trader, der ist schon auch lange drin. Also dann geht das über den folgenden Weg, dann muss man das echt immer so machen, dass man einmal hingeht und den Stereo Trader, wenn man die Farben eingestellt hat, Eigenschaften, Hintergrund, Aqua, so, das Ganze hier auf Custom stelle, steht noch auf Custom. Dass man den Stereo-Trader vorher beenden muss. Also ich probiere es, also ich demonstriere es nochmal, damit man es wirklich eins zu eins nachvollziehen kann. So, ich wähle ja nochmal irgendein Profil aus, sagen wir jetzt hier nochmal White AMP. So, zack. Das ist das Standard, also eines der Standardprofile vom Stereo-Trader. So, jetzt möchte ich hingehen und möchte meine Farben komplett ne, selbst definieren, selbst einstellen. Ich gehe auf Stereo-Trader Einstellungen, Layout. Und dann auf Custom. So. Da haben wir erstmal wieder dieses schwarze Profil. Das ist immer so, das Profil, was der Stereo Trader lädt, wenn er halt keine Farben findet, keine Farben definiert hat. So. Also, ich gehe nochmal zurück auf White AMP. Zack. Eigenschaften. Stelle jetzt hier meine Farben ein, so wie ich es haben möchte. Aqua zum Beispiel. Ich gehe hier in Stereo-Trader Einstellungen und Custom. Nee, okay, will er nicht, macht er nicht. Scheint definitiv dann noch ein Bug im Stereo-Trader so zu sein. Also es ging auf jeden Fall mal, muss ich den Dirk darauf ansprechen, dieses Custom-Profil. Will er nicht so richtig machen. Habe ich mir notiert, werde ich entsprechend an Dirk weitergeben. Guter Hinweis. Wie gesagt, werde ich an Dirk entsprechend weitergeben, damit dieser Fehler gefixt wird. So, was haben wir noch? Wie gut funktioniert das Krypto-Trading? Also zu der Frage kann ich relativ wenig sagen, weil ich gar nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Was da jetzt nicht funktionieren soll. Wir können mal hier uns den Stereo-Trader aufmachen und gucken. Eigentlich kann man mit dem Stereo auch die Kryptos handeln, wenn ich jetzt zum Beispiel BTC, BTC USD mir nehme. So.
Das Einzige, was man jetzt hier beim BTC, also beim Bitcoin zum Beispiel, ändern muss, ist hier so der Spread. Im SEO-Trader kann man einstellen, dass ab, wenn der Spread eine bestimmte Größe hat, dass dann keine Trades mehr ausgeführt werden. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Buy klicke, dann steht auch hier, Spread liegt über dem Maximum. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Bitcoin Trades ausführen möchte, muss ich den maximalen erlaubbaren oder den maximalen Spread, der erlaubt ist, anheben. Ich glaube, der steht in der Regel auf 8 Punkte. Man sieht aber schon hier, der Spread ist bei 68 Punkte. Das heißt, das muss ich ändern. Muss jetzt mal gucken, wo das nochmal war. Terminal Trading. Genau, hier ist es. Maximaler Handelsspread in Punkten. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier auf 70 ändere, dann sieht man auch diese 68, die ja eben rot waren, sind jetzt weiß geworden und jetzt könnte ich entsprechend auch einen Trade eröffnen. Ich mache SLNTP gerade mal aus. Und wenn ich jetzt hier einen Trade eröffne, dann geht er direkt zu. Warum geht er zu? Mach mal, kann sein, dass ich das Konto noch irgendwo anders aufhabe. Ich mache hier mal eine neue Strategie und sage Strategie Help Desk BTC. So, 70 Punkte anwenden. So, machen wir das Ganze nochmal. So, jetzt ist der Trade auch entsprechend auf. Ich kann hier Stop Loss und SL wie in jedem anderen ja, Markt auch entsprechend setzen. Von daher, Ben, vielleicht schreibst du noch mal kurz hinzu, was du meintest mit, wie gut funktioniert das Krypto-Trading. Ne? Ob du da irgendwelche Probleme jetzt festgestellt hast mit dem SEO-Trader, ob es da irgendwelche Sachen gibt, die nicht so funktionieren wie in den anderen Märkten. Dann schreib es nochmal hier in die Kommentare, dann kann ich mir das mal angucken. Aber generell ist dem SEO Trader erstmal egal, ob es jetzt Bitcoin ist, ob es jetzt der DAX ist oder ob es jetzt der Euro ist. Ist halt nur ein anderes Handelsinstrument, aber ansonsten sollte der SEO Trader auch auf diesen, ja, in diesen Instrumenten wie Bitcoin, Ether und was weiß ich funktionieren. So, was haben wir noch? Weshalb stellt sich der SEO-Trader selbstständig in den inaktiven Modus, zum Beispiel beim Wechseln der Fenster? Martina, sag mir mal kurz, ich weiß, du hast mir das schon mal geschrieben irgendwie, aber ich weiß nicht mehr genau, inwiefern inaktiv. Meinst du jetzt hier, wenn ich auf zum Beispiel, meinst du jetzt den passiven Modus oder was meinst du jetzt mit inaktiv, wenn ich die Fenster wechsle? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel vom DAX in den Bitcoin wechsle, was meinst du jetzt genau mit der Stereo Trader stellt sich inaktiv? Okay, du meinst also den passiven Modus wirklich. Und wenn ich jetzt, wenn du zum Beispiel zwei Fenster hast und du hast jetzt hier den, so wie ich jetzt, ich mache hier meine S&P zu, du hast jetzt hier Bitcoin und dann DAX und wenn du quasi so zwischen den Fenster wechselst, dann stellt sich der Day Trader quasi auf den passiven Modus. Habe ich das richtig verstanden, Martina? Nicht immer. Puh. Aber oft. Okay. Also ich habe das Problem so noch nie gehabt und gesehen. Wir können jetzt hier mal noch den US30 aufmachen. Ja, und wie du siehst, ich kann jetzt hier quasi ne, über durch die verschiedenen Fenster durchswitchen und da stellt sich der SEO Trader auf jeden Fall nicht in den
passiven Modus. Also, achso, das macht er, wenn man zwei die gleichen Charts auf hat. Okay, zwei die gleichen Charts. Dann machen wir hier mal das zu, das auch zu. Also du musst dir eh, wenn du zweimal dasselbe Symbol auf hast und du willst beide aktiv haben, musst du ja zwei Strategien anlegen. Ne? Also, jetzt haben wir hier den DAX. Dann legen wir hier nochmal einen DAX neu an, neues Chartfenster. So, legen hier neue Strategie, nennen das Ganze DAX 2. So, damit wir es sauber haben, nennen wir die Strategie auch. Ah ja, nehmen wir hier neue DAX-Strategie zum Beispiel. Alright. So, jetzt habe ich zweimal den DAX auf, zweimal aktiv. Ja, kann ich jetzt so hier auch nicht nachvollziehen. Also bei mir, ne, zwei verschiedene Strategien und funktioniert auch, dass der DAX sich entsprechend oder der Share Trader sich nicht auf passiv schaltet. Also wie gesagt, ich hab's auch noch nicht gesehen. Also ich bin ja auch oft eigentlich permanent, ne, mit verschiedenen oder mit mehreren Fenstern des gleichen Symbols unterwegs, in verschiedenen Strategien auf aktiv gesetzt, die Fenster. Mir ist es noch nicht untergekommen, dass ich beim Wechsel wirklich auch gesehen habe, dass er sich auf passiv schaltet. Von daher, ja, bitte eine Mail an den Support schreiben, wieder mit allen Infos, das heißt, ne, was wir immer brauchen, Expertenlog. Auch ne, das Journal, also du hast ja hier, wenn du hier auf Ansicht Terminal klickst, dann hier unten gibt es ja den Expertenlog, kann man hier unten sehen. Den brauchen wir dann auf jeden Fall und dann gibt es hier noch das Journal, ne, davon bitte auch ein Screenshot oder die Logdatei mitschicken. Das müssen wir dann untersuchen, was das genau sein kann. Also ich kann es, wie gesagt, jetzt hier gerade nicht nachvollziehen und dann auch entsprechend nicht irgendwie, ja, dir eine Lösung zeigen. So, okay. Wo sind wir denn jetzt hier, damit wir nicht durcheinander kommen? Also die Silvia von eben mit dem VPOC-Problem hat gerade noch geschrieben, dass VPOC jetzt auch bei ihr im S&P funktioniert, nachdem sie ein Update gemacht hat. Von daher, das ist doch super. So, was haben wir noch? So, dann noch ein Teilnehmer, genau. Er hat auch dieses Farbenproblem, was ich eben schon angesprochen habe, beziehungsweise gezeigt habe. Wie gesagt, da ist noch irgendwie ein Fehler drin, werde ich Dirk auf jeden Fall sagen, dass er da nochmal nachschauen soll, warum die Farben entsprechend nicht gespeichert werden, beziehungsweise ja, warum man das immer wieder neu einstellen muss. So, das Problem habe ich hin und wieder auch mal. Die SL springt dann von 10 Punkten auf 1,355 oder so. Schreibt der Marc. Marc, ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich dein Kommentar, deine Nachricht bezieht. Welches Problem hast du auch hin und wieder und wann springt der SL von 10 auf 1,35 Punkten? Vielleicht nochmal kurz den Kontext herstellen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann du das geschrieben hast und was ich da in dem Moment vielleicht gerade gesagt habe.
So, der Günther schreibt noch: Timo, kannst du bitte etwas zu den Unterschieden der Modi, LIFO, FIFO, etc. sagen und was das für die Position heißt? Warum gibt es keine Kontrollabfrage, wenn diese Modi gewechselt werden bezüglich der Schließung oder Beibehaltung der offenen Position? Alright, also LIFO, FIFO. Fangen wir vorne an, machen hier erstmal. Gehen wir hier mal in den M5 und schauen uns LIFO FIFO an. Was heißt LIFO FIFO? Salidierungsprinzip. LIFO steht Last in, First out. Das heißt, wenn man mit mehreren Positionen arbeitet, dann ist die Frage, oder wenn man Teilpositionen aus dem Markt wird, dann ist die Frage, ne, was wird zuerst, ne, von der Position, wenn ich was verkaufen möchte, liquidiert? Und LIFO heißt, die letzte reingegebene Position, die wird als erstes verkauft. So, also ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ich gehe jetzt hier mit 0,1 in den Markt, obwohl kommen wir, nehmen wir den US30, der DAX, der wird sich jetzt quasi so gut wie gar nicht mehr bewegen. Gehen wir mal hier in den M1 rein. So, und ich gebe jetzt hier einfach mal eine Short-Position in dem Markt, Sell 0,1. So, jetzt habe ich quasi eine Position im Markt mit 0,1 und ich sage dann, ich möchte bei einem Zeitpunkt X, zum Beispiel hier oben, noch eine Position im Markt geben, nochmal 0,1. So, warten wir mal kurz, bis der Markt sich ein bisschen bewegt hat. So, ich gebe jetzt einfach manuell nochmal eine Position rein. Okay, ich habe natürlich eine Sell-Position aufgehabt, dann darf ich keine Buy-Position reingeben. Also nochmal Sell-Position und ich gebe jetzt nochmal eine zweite Sell-Position hinzu. So. Jetzt haben wir zwei Positionen, jeweils 0,1 im Markt liegen. Wenn ich jetzt eine Position verkaufen möchte, also ich sehe hier im Stereo Trader nur, dass ich 0,2 im Markt habe, weil ich im Stereo Future Mode unterwegs bin und da werden die Positionen zusammengerechnet, zusammengefasst. Und deshalb sehe ich jetzt hier nicht beide Positionen einzeln, sondern eine Gesamtposition 0,2 und diese kleinen Kästchen, das sind die Einzelpositionen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte gerne mehr, die Hälfte rausgeben, indem ich zum Beispiel hier 0,1 Positionen kaufe, dann ist die Frage, welche Position wird geschlossen? Die hier oder die hier? So, meine erste Position war die, meine zweite Position war die. Also ich schreibe hier mal eine 1 hin und hier eine 2. So, im LIFO-Verfahren, LIFO-Prinzip heißt jetzt Last in, First out. Das heißt, es wird zuerst die letzte Position geschlossen. Das heißt, die hier. So. Das ist LIFO. Dann gibt es aber noch FIFO. FIFO heißt in dem Moment First in, First out. Das heißt, wenn ich jetzt hier FIFO einstelle, dann wird zuerst die Position geschlossen und die Position bleibt im Markt. Das sind die Unterschiede von LIFO und FIFO. Das heißt, ich gehe jetzt mal hin, stelle das Ganze auf FIFO und sage jetzt 0,1 kaufen. Das heißt, ich möchte gerne die Hälfte schließen. So, da sieht man, ne, jetzt ist quasi auch der Break-Even gewandert, nach oben gewandert, weil die Position, die jetzt hier drin war, das war meine erste Position, die ist jetzt liquidiert worden, die ist jetzt geschlossen worden. So, es kommt keine Kontrollabfrage, weil wenn man die Option jetzt ändert, wenn man das jetzt hier von FIFO auf LIFO ändert, dann hat es erstmal gar keine Konsequenzen, solange du nicht eine Position quasi schließt. Ne? Deshalb kommt da jetzt keine Kontrollabfrage. Das ist nicht so wie, wenn man jetzt das Handelsmodell vom Stereo Trader ändert. Ne? Also hier bei Stereo Future ist hier eingestellt, wenn ich jetzt hier Single Net oder Stereo Hedge oder so wechsle, dann kommt
quasi so eine Warnmeldung, weil das sich gegebenenfalls auf die offenen Positionen beziehen kann bzw. beeinflussen kann. Das bekommt dann eine Warnmeldung und beim LIFO-FIFO-Verfahren, wenn das geändert wird, da kommt dann keine Warnmeldung, weil es ja in dem Moment ja nicht wirklich was passiert. So, dann kommt die Frage, ob ich im MetaTrader 5 bin. Ja, das ist der MetaTrader 5. So, also die Frage verstehe ich nicht so ganz. Machen Sie mal vier Charts auf und versuchen dann die FIBO zu öffnen. Bei mir geht es nur, wenn ich den Chart groß und als einzige öffne, aber Meta 4. Das musst du, Lino, noch mal ein bisschen konkretisieren, was jetzt genau das Problem ist und was ich genau machen soll. So, wenn ich einen Trade eingehe, hat der Stereo so reagiert, nicht immer, habe dann nochmal UP. Nee. Liebe Leute, ihr müsst Fragen auch schreiben, sodass ich sie verstehe, weil ich verstehe die Frage gar nicht. Wenn ich einen Trade eingehe, hat der Stereo so reagiert, nicht immer, habe dann nochmal UPDTE gemacht, bis jetzt nicht mehr eingetreten. Das Problem ist, mit solchen Fragen kann ich nicht so viel anfangen, weil ich sie gar nicht verstehe. Also bitte nochmal so schreiben, dass ich da auch wirklich was zu sagen kann. Also, da schreibt der Marc auch, sorry für das Deutsch, ja. Genau. Also ich verstehe nicht genau, was jetzt, ne, was du gemacht hast und ich erkläre es gerne, zeig's gerne, helf euch gerne, aber dann bitte so schreiben, dass ich es irgendwie verstehe. So, okay, der Günther schreibt nochmal wegen FIFO-LIFO-Verfahren, es geht mehr um die Modi im Handelsmodus. Also, okay. Ja, jetzt hier die verschiedenen Handelsmodelle vom Stereo Trader zu erklären, das würde, glaube ich, jetzt hier an der Stelle ein bisschen zu weit führen, aber da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Erklärvideos auf YouTube oder man kann auch im Handbuch nachschauen, da wird detailliert erklärt, was jetzt die verschiedenen Handelsmodelle hier im Stereo Trader sind, wo die Unterschiede liegen, am besten da nochmal nachlesen, nachschauen, da ist es viel besser erklärt, als ich das jetzt wahrscheinlich hier erklären kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass es da bei FX Flat auf der YouTube-Seite auch diverse Erklärvideos und Tutorials gibt. So. Dann Lino nochmal, wenn ich FIBO eingeben will, muss ich in den Chart mit den Quadratkästchen groß machen. Bei mir sind vier kleine Charts offen, dort funktioniert das Eingeben der FIBOs nicht. Also, ist die Frage jetzt hier FIBOs einzeichnen? Wenn ich jetzt hier quasi irgendwelche FIBOs einzeichne, okay, ist natürlich eine doofe Farbe jetzt. Machen wir das hier mal ein bisschen so, dass man es auch sehen kann. Yellow, zack, Dark, Violet. Machen wir das hier ein bisschen dicker. So, das sind jetzt die FIBOs. Und wenn ich jetzt vier Charts aufhabe, kann ich die FIBOs nicht zeichnen? Oder was genau ist jetzt die Frage, Lino? Okay, nee, das ist nicht gefragt. Nein, beim Stereo unter dem Balkenchart. Ach so, du meinst jetzt, nee, was meinst du jetzt? Ach so, du meinst die FIBO-Dinger jetzt hier oder was? Die FIBO-Linien. Okay, jetzt weiß ich Bescheid.
So, machen wir das nochmal weg. Also, und die Frage war es, wenn du... Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Jetzt, das war auch eine schwierige Geburt. Also, wenn die Fenster zu klein sind, zum Beispiel so, dann hast du das Problem, dass du quasi hier unten nicht drankommst, so wie bei mir, weil die Sachen quasi unter dem Chart sind. Also im Prinzip, ne, wenn ich das jetzt ein bisschen größer ziehen würde, das liegt jetzt hier unten und wenn der Chart zu klein ist, dann kommst du hier unten nicht dran, ne, weil das quasi der Chart nicht groß genug ist. Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden? Ist das das Problem, Lino? Okay, du kommst an die Fibos ran, aber sie öffnen sich nicht. Okay. So, ich mache jetzt mal den ganzen Charts hier zu, mache jetzt vier Fenster auf. DAX. Noch ein DAX. Noch ein DAX. Und noch ein DAX. So. So, jetzt muss ich natürlich das Ganze hier rausziehen, damit ich da auch dran komme. Das kleine und sage jetzt hier Fibolinien. So, da werden sie mir angezeigt. 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 Also, ich kann das Problem nicht nachvollziehen oder ich habe es immer noch nicht verstanden. So, da kommt noch eine Frage vom Ralf. Ich habe mal festgestellt, dass wenn man Objekte im Chart zeichnet und dann später den MetaTrader schließt und neu öffnet, dass dann die Objekte entweder verschwunden sind oder nicht wie üblich die Objekte bearbeitet werden können. Man muss dann mindestens ein Objekt, muss dann mindestens ins Objektmenü gehen und das einzelne Objekt auswählen, aber aus dem Chart heraus klappt das dann nicht. Gibt es eine Funktion im Code, die alle Objekte löscht, sobald der SEO-Trader geladen wird? Also prinzipiell, wenn ich jetzt hier Sachen zeichne, vielleicht zwei Hinweise dazu. Ich zeichne jetzt hier mal ein paar Linien ein. Zack, 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 zack. So. Und also es kann sein, dass wenn man jetzt den SEO-Trader oder den MetaTrader schließt und neu startet, dass man teilweise hier diese Linien nicht anklicken kann, weil oder die können nicht ausgewählt werden und entsprechend kann man sie auch nicht löschen oder verschieben oder wie auch immer. Was man aber machen kann, ist im SEO-Trader, es gibt hier unter den Chart-Einstellungen, gibt es auch hier im, wenn ich das wieder hier reinpacke, ne, im aktiven SEO-Trader, hier gibt es ja auch dieses Chart-Panel, ne, sieht genauso aus wie jetzt im passiven Modus. Da gibt es so diesen Eintrag Benutzer. So, zum einen kann ich hier ein ausmachen, dann werden die Objekte kurz ausgeblendet. Ich kann aber auch hier entsprechend auf dieses X klicken, dann werden alle Chart-Objekte, also alle Linien, alle Quadrate, alle Kreise, die ich gezeichnet habe, gelöscht. So, ich kann auch alle Objekte, die ich hier in den Chart gezeichnet habe, markieren oder markieren lassen, indem ich mit der Steuerungstaste hier auf dieses einklicke. War das die Steuerungstaste? Shift-Taste war das, nicht die Steuerungstaste. Also diese Shift-Taste, das ist die Taste mit dem Pfeil nach oben, wo man nach Großbuchstaben schreibt. Wenn ich die drücke und gedrückt halte und dann hier auf einklicke, dann sieht man auch, dann werden alle Linien entsprechend
ja, markiert, sodass ich sie entweder manuell löschen kann oder auch verschieben kann. Das sind so Tricks und Workarounds, die der SEO Trader anbietet. So, also das mit dem Fibus war richtig gezeigt. Hier das mit dem Fibus, was ich hier eben gezeigt habe, war richtig, schreibt der Lino. Aber er hat MetaTrader 4. MetaTrader 4 ich habe das gerade mal getestet auf der MetaTrader 4. Ja. Er hat recht. Wenn er die Fenster sehr klein hat und er hat Fibo-Linien eingezeichnet oder will sie einzeichnen, dann reagieren die Punkte nicht. Da kann er klicken, wie er will. Funktioniert teilweise nicht. Man muss das dann nochmal neu updaten und dann geht's wieder. Aber kann ich bestätigen. Okay. Alles klar. Dann, okay, guter Hinweis. Dann schreibe ich mir erstmal auf. Das ist also anscheinend nur ein MT4-Problem. MT4 ist definitiv nur ein MT4-Problem. Okay, ich Aber der Colino kann mich gerne morgen anrufen, dann zeige ich ihm, wie er das beheben kann. Okay, ja, das war super. Dann, genau, Lino, dann ruf morgen mal im FX Let Support an und dann kann der Wolfgang dir erklären, ne, was es da für ein Workaround gibt. So, wo war ich gerade noch? Irgendwas mit dem Handbuch habe ich gerade noch gelesen. Ah, Stichwort Handbuch, genau. Ich habe kein Handbuch. Der Stereo Trader wurde automatisch bei der Online-Installation von MT4 und DAO Pro mitinstalliert. Wo erhalte ich das Handbuch? Also, ganz das Handbuch, ich weiß gar nicht, ob das auf der, gute Frage, ob das auf der Stereo Trader Webseite ist. Cool. Stereotrader.eu. Ansonsten, es wird auf jeden Fall bei jedem Update, bei jeder Neuinstallation, wird das Handbuch auf dem Desktop gespeichert und installiert. Ich gucke gerade mal, ob es jetzt hier irgendwo auf der Webseite, ob es da das Handbuch vielleicht zum Download gibt. User Manual, genau, hier unten ist es doch. Also unter stereotrader.eu Documents und dann findet man hier unten den Eintrag User Manual. Und wenn ich da draufklicke, ist ein PDF-Dokument, dann wird das Handbuch geladen und da kann man nochmal alles dann wirklich im Detail nachlesen. Das wird aber normalerweise bei der Installation mit installiert, ne? Genau, habe ich ja gerade gesagt. Also ja, eigentlich wird es bei jeder Installation auf dem Desktop, muss man mal schauen, das wird immer auf den Desktop installiert. PDF-Dokument heißt Stereo Trader, wie heißt das Dokument? Stereo Trader MT-Referenz. So, was haben wir noch? Hallo Timo, seit März das gleiche Problem. Charts frieren ein und nochmal POC Vortag. Alte Version, neue Version. Ja, Radek, genau. Hast du denn mal ein Update gemacht? Ne? Also dasselbe, was die andere Teilnehmerin eben hatte, dass der VWAP und OWP im US 500 nicht angezeigt wurde. Ne? Sie hätte dann ein Update gemacht, da war das Problem behoben. Und ich weiß, dass dieses Problem, was du jetzt beschreibst, Radek, das hatten wir im letzten Help des Webinars auch schon und dass es da auf jeden Fall ein Update gab und dass wir das Problem behoben haben. Also von daher, Radek, mach mal bitte ein Update und dann kontrollier nochmal. Das müsste eigentlich soweit passen. So, vielleicht mal eine Cola-Frage. Wenn ich eigene
Indikatoren habe, wie kann ich Signale mit dem Stereo-Trader koppeln? Buffer, so dass der Stereo-Trader das Trade-Management übernimmt. Also es gibt hier auf derselben Seite, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das auch automatisch mit installiert wird, aber ich glaube schon, gibt es hier noch ein Handbuch für die API. Die API ist quasi die Schnittstelle, um dem Stereo-Trader zu sagen, was er tun soll. Für die eigenen Indikatoren kann man das nutzen oder kann man zum Beispiel das Trade-Management an den Stereo-Trader abgeben. Das ist hier dieses API-Referenz-Manual. Da steht das genau drin, wie du das programmieren kannst, damit der Stereo-Trader Trades ausführt, die bestimmten, ja, wenn bestimmte Bedingungen erreicht sind. All das wird ganz ausführlich hier in diesem API-Referenz-Manual beschrieben. Ich meine aber auch, das müsste wie das normale Handbuch auch mit der Installation vom Stereo-Trader auf den Desktop gepackt werden. Dem kann ich dazu. Ja. Das wird mit installiert, ja. Wird mit installiert, okay, ja. So, dann noch eine Frage. Wie kann man zum Beispiel das Symbol DE40 in der Mitte vom Chart ausblenden? Genau, das Symbol hier habe ich in der Regel auch mal ausgeschaltet. Das ist ganz einfach. Wenn man in die Einstellungen geht, Stereo-Trader-Einstellungen, Layout, dann gibt es hier diese Option Chart-Info-Anzeige. Das ist das Ding hier. Und wenn man das Häkchen quasi ausmacht und dann auf Anwenden klickt, dann ist das Symbol hier auch weg. Und ja, man hat einen besseren Blick auf den Chart und nicht mehr dieses in Anführungsstrichen störende, also mich stört es in der Regel auch, dass da immer so ganz groß und fett das Symbol drinsteht, der Symbolname. Aber wie gesagt, kann man relativ easy ausschalten, Layout, Chart-Info-Anzeige, dann das Häkchen wegmachen. Und dann ist es weg. Timo, das stimmt nicht so ganz. Nee, warum? Das ist zwar weg, aber wenn er den Meta-Trader wieder startet, ist es wieder da. Das sollte natürlich nicht so sein. Er muss praktisch, geh noch mal in die Einstellung bitte. Man muss das als Standard speichern, dann taucht es nicht mehr auf. Die Einstellung als Standard speichern und dann ist es weg. Ja. Okay, das ist aber nicht ganz Sinn der Sache, weil Standard speichern ist nochmal eine andere Geschichte eigentlich, als jetzt hier das auszuschalten. Also, du sagst, wenn ich jetzt quasi den MT schließe, wieder neu öffne, dann ist das wieder da. Nee, mach einen neuen Chart aufmachst. Dann ist es wieder da. Ja, warte, ich muss jetzt kurz überlegen, damit da nicht, denn nicht jetzt Sachen durcheinander gehen. Also, wenn ich jetzt, ich bin hier in keiner Strategie. Ne, wir machen es anders. Ich gehe jetzt hier in den aktiven Modus, weil es hängt natürlich von den Strategien ab. Ne? Wenn ich jetzt eine andere Strategie aufmache, dann ist es klar. Natürlich. So, ich gehe jetzt, damit hier nichts. Man muss ja wissen, man speichert das ja nur Chart intern, nicht insgesamt, ne? Jein. Also, okay. Also es kann so sein, dass es so ist, aber dann ist es zumindest nicht wirklich konsequent, weil wenn ich jetzt hier in den Einstellungen zum Beispiel Stereo Future ändere auf Stereo Hedge und ich mache jetzt einen neuen Chart auf, ne? Also ich mache jetzt hier Stereo Hedge zum Beispiel auf. Jetzt wird die Frage, ich bin nun unbenannt, okay. So, und mach jetzt den DAX nochmal auf. Quatsch. Dann wird ja auch der Stereo-Hedge-Mode wieder geladen, ne? Ohne dass ich es als Standard abgespeichert habe. Und genauso muss es eigentlich auch mit der Chart-Info-Anzeige funktionieren. Wenn das nicht so funktioniert, ist das entweder, also ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. So, das heißt, ich gehe jetzt hier auf, ne, habe es jetzt ausgeblendet. Mach den Chart zu, mach den Chart wieder auf. Nee. Ein anderer Chart. Und ist auch weg. Ein anderer Chart. Ich sag doch, das wird, für das Symbol wird das gespeichert. Wenn du ein anderes Symbol anmachst, ist es da.
Mach Ach mal. so, Machen das meinst du. Na ja, natürlich, klar. Wenn man jetzt ein anderes wir Symbol aufmacht, dann ist es natürlich da. Das ist natürlich das mal so. richtig. Ja. Das meine ich. Und deswegen als Ach Standard, so. damit es überhaupt weg ist. Das meine ich. Ach Entschuldigung. so, okay. Ja, natürlich. Da, also, sorry, dann habe ich dich falsch verstanden. Dann habe ich das irgendwie nicht richtig mitbekommen. Da hat der Wolfgang vollkommen recht. Wenn man das natürlich für alle Charts machen möchte, dann muss man das als Standard speichern. Dann ist es auf allen Charts weg. Problem ist nur dann so ein bisschen, vielleicht das noch kurz als Hinweis, dass dann alle Einstellungen, die man hier festlegt, in den Einstellungen auf alle Charts angewendet wird, was vielleicht nicht unbedingt immer sinnvoll ist, gerade wenn man jetzt hier sagt, man ändert jetzt hier den maximalen Handelsspread oder Mindestgewinn, Close Profit, was weiß ich, das wird dann alles oder BE-Schutz, das wird dann alles auf alle Charts angewendet. Was vielleicht nicht immer ganz sinnvoll ist, weil es gibt ja bei den verschiedenen Symbolen verschiedene Spreads. Gerade Forex und Indizes sind ja nochmal anders. Und vielleicht möchte ich ne, den einen Chart gerne im Hedge-Modus handeln, den anderen im Zero-Future-Modus. Und wenn man das als Standard speichert, dann wird das halt quasi für alle Charts dann übernommen. Und ja, das vielleicht noch kurz als Hinweis, was diese als Standard speichern Option für eine Auswirkung dann hat. So, dann. Letzte Frage. Kann man anstelle des Symbols den Bitkurs anzeigen? Ach so, nee. Also du meinst jetzt hier, ne, Start-Info-Anzeige. Willst du hier quasi den Preis sozusagen stehen haben? Nee, aber den hast du ja quasi hier oben. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass man den Bitkurs jetzt hier oben in der Mitte quasi sich anzeigen lassen kann. Wüsste ich jetzt nicht, dass das geht. Gut. Ja. Sind wir durch für heute? Dann waren ja doch dann ein paar Fragen, die reingekommen sind. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Sachen beantworten, ein bisschen was klären. Zwei Sachen habe ich mir aufgeschrieben, werde ich an Dirk weiterleiten. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, noch einen schönen Abend. Und das letzte Wort hat der Wolfgang. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, Timo, vielen Dank. Ich lerne auch immer was dabei dazu, weil das mit dem Standard wusste ich auch nicht. Ja, vielen Dank an alle Webinarteilnehmer. Wenn noch Fragen sind, bitte bei uns melden. Wir leiten es entweder weiter oder können auch direkt Hilfestellung geben. Ja, wünsche jedem einen schönen Abend und viele erfolgreiche Trades. Ciao.